Was kann das? Lege diese Karte. Also lege diese Karte nach dem Ausbilden ab und entferne die stärkste Karte. Okay. Sie hat 11. Da muss ich einen mindestens den hier bringen, ja. Gucken wir. 6. Dann mache ich den hier. Okay, jetzt habe ich verkackt. Dann passe ich hier jetzt. Ja, ich vernichte sie ja damit, oder? Vernichtet. Entfernt die stärksten Karten beider Spieler aus dem Spielfeld. Ja, dann passe ich halt, dann verliere ich die Runde. Das hat keinen Sinn. Das hat doch keinen Sinn, der Gegner im Zug. Oh ja. Verkackt. Kann ich nicht den seine Fähigkeit einsetzen? Ach du Kacke. Kann ich den schon so regeln? Oh, nice. Okay. Alter. Nice. So eine Karte will ich auch haben. Dann mache ich aber mal hier Geralt von Riva. Fuck it. 20. Ich glaube, da habe ich verloren. Stimmender Regen. Gegner passt. Ja, ich kann da auch nicht mehr viel tun. Ich kann da auch nicht mehr viel tun, da sind unentschieden. Unentschieden. Nice. Okay, why not? Schließen. Da hatte ich keine Chance. Jahrelange Übung, mein Freund. Wenn man hier so lange ansteht, lernt man einen Haufen Kniffe und Tricks. Apropos, ich habe einen Tipp für dich, wie du kriegst, was du willst. Ich habe die Leute alles versuchen sehen. Magie, Hypnose, Bestechung. Nichts nützt. Dann kann ich ja wieder gehen. Kann ich gar nichts machen? Nur eins. Freundlich sein. Sehr freundlich. Diese Frau da sitzt täglich 12 Stunden am Schalter und bekommt von kaum jemandem mal mehr zu hören als guten Tag. Okay, da sind wir jetzt überfreundlich. Machen wir was so. Besorg ihr ein paar Blumen, etwas Parfum. Dann wirst du schon kriegen, was du willst. In 0,0. Das ist einen Versuch wert. Viel Erfolg. Reden. Willkommen in der Chianfanelli Bank. Wir sorgen für Ihr Geld, als wäre es unseres und so weiter und so fort. Wie kann ich helfen, der Herr? Ich brauche... Man braucht Formular 202, um den Passierschein A38 zu kriegen. Wusstest du das nicht?
Hättest du mir das nicht sagen können? Ich habe reichlich Zeit wegen dir verschwendet. Bitte, mein Herr, kein Grund, gleich ausfallen zu werden. Ich ging davon aus, dass ich so offensichtliche Tatsachen nicht extra erwähnen muss. Das haben wir gleich. Vollständiger Name? Geralt von Riva. Mal sehen. Gedon, Gemmel... Hier, Geralt von Riva. Okay. Tut mir leid, aber ich kann Formular 202 nicht ausfüllen. Oh. Wie bitte? Der fragliche Antragsteller wurde für tot erklärt. Offiziell. Also, mein Herr, wie soll ich das im Kassenbuch formulieren? Blumen schenken. Ich habe dir Blumen besorgt, als Zeichen meiner Dankbarkeit für deine Hilfe bei meiner Akte. Aber ich... Aber das geht doch nicht. Für mich? Wirklich? Sie passen zur Farbe deiner Augen. Oh. Treu, ihr seid aber ein Charmeur. Ach, wartet einen Moment. Ich hole Meister Chianfanelli. Vielleicht kann er etwas mit weniger Verwaltungsaufwand arrangieren. Das funktioniert immer auf Schleimen. Ich muss das auch beim nächsten Mal bei der Bank probieren. Ziehe ich einfach rein. Falls ich irgendwas brauche, ich nehme Blumen mit. Immer wieder sage ich Ihnen, ich will nicht gestört werden. Aber es will immer irgendein Depp nicht warten. Donnerwetter, wen haben wir denn da? Grüß dich, Meister Geralt. Du warst ja schon ewig nicht mehr hier. Ja. Ich war ziemlich beschäftigt. Aber jetzt bin ich hier und bräuchte deine Hilfe. Natürlich. Wie kann ich dir behilflich sein? Ich habe ein Problem mit meinem Konto. Es gibt ein Problem mit meinem Konto. Ich wollte Geld abheben, aber... Gar kein Problem. Das geht ganz schnell. Es sind nur wenige Formalitäten. Ich weiß. Zum Beispiel Passierschein A38. Ohne die Papiere sind mir die Hände gebunden, Geralt. Aber du findest dich gewiss rasch zurecht und bekommst sie im Handumdrehen. Keine Ausreden mehr. Was ist mit meinem Geld? Chianfanelli, keine Ausreden mehr. Zahl mich aus. Jetzt. Bitte, Meister Hexer, wozu die Aufregung? Natürlich zahlen wir dich aus. Du brauchst nur die erforderlichen Dokumente. Ich habe hier ein Dokument mit sehr viel mehr Gewicht als eure Formulare und Passierscheine. Hier, sieh mal. Die gnädige Herzogin hat dich angeheuert? Mhm. Und als ihr persönlicher Gesandter verlange ich Zugriff auf mein Konto. Sofort. Jawohl, Meister Hexer. Hier entlang. Wie läuft denn das Geschäft, Meister Hexer? Kann nicht klagen. Gut für dich. Das sieht in unserer Branche ganz anders aus. Der Weinabsatz fällt und fällt. Das liegt an den blöden Namen, ich sag's dir. Kein Mensch außerhalb des Herzogtums kann Namen wie Côte de Blessure aussprechen. Sie verknoten sich die Zunge und genieren sich danach zu fragen. Ja, hast du was auf dem Herzen? Alles in Ordnung. So, dann gehen wir endlich nach meinem Konto. So, Bankfach 256. Ganz hinten rechts. Ganz hinten rechts. Öffnen. Und? Was habe ich da alles drin? Was zur Hölle soll das, Chianfanelli? Das Fach ist leer. Tja, also, Geld muss zirkulieren. Und als wir erfuhren, dass du tot bist, Meister, haben wir deins in den Kreislauf zurückgegeben. Autsch. Ein paar Aktien, Anleihen und Investitionen in Weingüter. Im Handumdrehen war das Fach leer. Alter, du solltest es beim Namen nennen. Du hast mich beklaut. Aber nicht doch, Meister Hexer. Das würde ich nicht wagen. Natürlich würdest du. Und du wirst dafür aufkommen. Mach das Tor auf. Meister Hexer, ich zahle alles bis auf den letzten Kopper zurück. Beim Bart meiner Großmutter. Ich hole mir das Geld mit Gewalt, wenn es sein muss. Du hast eine Woche. Du hast eine Woche. Keinen Tag länger. Das wirst du nicht bereuen, ich schwöre. Ich kratze es irgendwie zusammen. In 7 Tagen kannst du es abholen. Mhm. Bis dann.
Oh, das war noch, ist noch mal gut gegangen, ne? Alter, was würde, was würde ich tun, wenn meine Bank kein Geld mehr hätte? Ich würde sie zusammenschlagen. Nur weil ich tot bin. Ich kann ja wieder auftauchen. Zumal als Beruf als Hexer. Warte eine Woche und dann sprich. Ja, dann machen wir eine andere Quest. Papierkrieg. Untersuche das Hauptplatz des Verbrechens mit Hilfe deiner Hexensinne. Ah, ist das, wo das Glied fehlt? Dann gehen wir mal kurz dahin. Ja, das ist das. Wo da von dem Typ das Glied fehlt. Was hast du? Kann ich dich nicht untersuchen? Ah, geht doch. Die Sägespuren sind gerade und glatt. Präzise Kastration, würde ich sagen. Da ist Blut. Ein trockener Blutfleck. Keine Sorge, Regina, keine Sorge. Bald bist du wieder ganz. Der trockene Blut, vielleicht hilft er mir nichts. Es wird alles wieder gut. Es muss einfach. Beeil dich bitte. So, ja, ich bin ja am gucken hier. Verschlossen. Ist hier nichts, was ich untersuchen kann? Nein. Okay. Mein Auge kratzt gerade. Ich habe immer gerade zu voll dahin zu kratzen. Ne, dahin. Mit der Hand dahin zu gehen, um das zu kratzen. So wollte ich das ausdrücken. Moment, Augen kratzen aber. Jo. Geht's hier unten drunter noch irgendwo hin? So, hier ist nichts. Da unten kann man irgendwas untersuchen. Kunst ist nicht das Brot. Ja. Pflegel. Abgeschlossen. Wir haben noch mit den Narben vom Besuch dieses Hexers zu tun. Hier haben wir wieder öffnen hier. So, ich habe noch nicht das so einen Hinweis gesehen, mit dem ich irgendwas anfangen könnte. Keine Sorge, das ist ein Blutfleck, ja, aber. Die Sägespuren sind gerade und glatt. Ja. Präzise Kastration, würde ich sagen. Es wird alles wieder gut. Es muss einfach. So, komm. Kann man hier hinten dran noch irgendwas machen? Keine Sorge, Regina, keine Sorge. Nein. Bald bist du wieder ganz. Jetzt hier irgendwas? Nein. Ja, wie ist der denn hier überhaupt hier reinkommen? Es muss einfach. Hier gibt's gar nichts, was ich. Autsch. Das war auch sehr schlau. Aber ich habe keine Ahnung, was ich suchen soll. Ah! Uiuiui. Das ist die Säge. Diamantsägeblatt, das Tatwerkzeug. Es wird alles wieder gut. Es muss einfach. Das war das Werkzeug, okay. Keine Sorge, Regina, keine Sorge. Bald bist du wieder ganz. Aber ich sehe gerade nichts anderes mehr. Da habe ich auch gerade vorher gesagt, aber. Das ist verschlossen, da kommt man nicht hin. Muss kurz gucken hier. Da ist nichts. Nein.
Das Zartwerkzeug liegt da. Ja, da. Ein Stück Mantelstoff an einem Nagel. Schweres Parfüm. Der Geruch dürfte mir den Weg weisen. Ja. Es wird alle. Ja, noch so ganz schwach, aber ha. Pass gut auf dich auf. Ja, Herr. Und jetzt trinke und tanze ich. Bis nächste Woche. Okay, also das wird hier. Ah, da. Boah, ist das sehr schwach. Ich sehe das ja fast kaum. Aber hier ist es wieder besser. Alter. Boah, das sieht man so schlecht. Ich habe immer schon davon geträumt, in den Norden dahin? Zu reisen. Ja. Hierhin. Dahin. Hierhin. Nee, hier. Nee, geht da lang. Darüber. Du kannst mich mal kreuzen. Ah, da. Boah. Ich stelle mich gerade extrem dumm an oder man sieht es wirklich so schlecht. Hier hoch. Weiter hier. Hier mein Herz geht. Fließt über von all der Schönheit. Okay, geht hier hoch. Der Geruch führt zu dieser Tür. Okay. Da kommen wir. Oh, die hatten gerade. Oh, tut mir leid, dass ich störe. Das ist nicht, wonach es aussieht. Ehrenwort, ich bin gestolpert und hingefallen. Ja. Und sie lag da schon. Ja. Psst, Hugo, das ist er nicht. Ich schwöre, das ist nur eine Verkettung unglücklicher Zufälle. Wie bitte? Das ist nicht mein Mann. Du meinst nicht dein Mann? Wer bist du? Was machst du hier? Raus, sonst rufe ich die Wachen. Dein Tonfell. Achte auf deinen Ton, Alter. Ich bin nur zum Reden hier. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas zu besprechen haben. Oh doch, haben wir. Fangen wir damit an. Für einen Mann deines Alters bist du ja in Topform. Ja, ja. Ich esse gut. Beginne den Tag mit einem Glas Wein. Das erhält den Körper ganz vortrefflich. Interessant. Sollte ich mal versuchen. Sag, hast du je von Reginald Daubry oder seinem Denkmal gehört? Den kennt hier jeder. Reginald ist unser Nationalheld. Ja. Ah, so ein Held. Ach. Du bist gut informiert, Hugo. Vielleicht weißt du auch, wer Reginalds Hoden gestohlen hat. Ich kann alles erklären. Also. Rosalinda! Ich weiß, dass du das hin bist. Du und dein Lackaffe! Oh nein, bitte nicht auch noch er. Das ist wirklich nicht mein Tag. Hab ich dich, Halunke! Mach dich auf was gefasst, du! Hey! Wer zum Teufel ist das denn? Rosalinda! Einen hätte ich dir verzeihen können, aber gleich zwei? Moment, ich habe nichts damit zu tun. Sehe ich wie ein Idiot aus? Dich werde ich lehren, im Teich eines anderen zu fischen. Geh nach Hause. Ich sagte, ich bin's nicht. Du hast mich gehört. Beruhige dich, sonst sammelst du gleich deine Zähne ein. Ah, ein ganz harter. Oh mein Gott. Komm her! Komm schon, du Lump!